Hallihallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem YouTube-Channel. Und ich mache heute mal ein Video darüber, weil ich auch schon bei den Leuten in meiner Nähe an diesen Problemen ganz gerne mal angeeckt gescheitert bin. Was früher so einfach war, das Freigeben eines Ordners, scheint hier in Windows 10 doch jetzt deutlich komplizierter geworden zu sein. Und man macht so seine Probleme, wenn man darauf zugreifen möchte. Also ich habe jetzt mal einen Ordner hier. Auf Rechner Nummer 2. An Rechner Nummer 2 soll dieser Ordner freigegeben werden, der Export-Ordner. Dann gehst du normalerweise auf den Ordner, rechte Maustaste Eigenschaften. Dann gehst du auf Freigabe, erweiterte Freigabe. Den Ordner freigeben und der heißt, den nennen wir mal Video-Exporte. So, haben wir die Videoexporte. Ich schreibe es mal vorsichtshalber zusammen, damit es keine Probleme mit dem Namen gibt. So, jetzt geht als nächstes ja das Problem mit den Berechtigungen los. Wer darf dran angreifen? Ich könnte jetzt jeden mal ein Beispiel zulassen, dass man sieht, okay, noch mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und speichere den Spaß. So, dann wechsle ich mal kurz auf den anderen Rechner. So, da haben wir den Monitor und da haben wir jetzt hier den Videoschnibbler. Wenn ich den doppelt dann anklicke, Klammer mit, ich muss umschalten. So, ja, ich jetzt den Videoschnibbler. Klicke ich den doppelt an, habe ich jetzt einmal die Video-Export-Ordner und einmal mein Ordner zum Schneiden. Der Ordner zum Schneiden funktioniert schon, der Video-Export-Ordner funktioniert nicht. Ich kriege immer die Meldung, auf die Rechner konnte nicht zugegriffen werden. Weitere Informationen zur Berechtigung finden Sie unter Windows, Hilfe und Support. Die IP-Adresse wird bei euch anders aussehen. Ist immer abhängig davon, welche Adresse gerade der Rechner im Netzwerk bekommen hat. Aber ich habe ja schon die Freigabe gemacht. So, schalten wir um. Ihr seht es nicht, ich muss immer beim Monitor hin und her schalten zwischen den beiden angeschlossenen Rechner. So, jetzt seht ihr nochmal den Rechner. Exporte, Eigenschaften, Freigabe, erweiterte Freigabe habe ich bei Berechtigung den Netzwerk hinzugefügt. Ich lösche den mal, damit ihr seht, wie ich das mache. Gehen auf Hinzufügen, erweitert, gehen auf Jetzt suchen, suchen wir uns ein Netzwerk raus. Das heißt, dann darf jetzt jeder theoretisch, der auf dem Netzwerk hier vorhanden ist, mit OK, darf auf jeden Fall schon mal lesen. Ich sage aber auch gleich, er kriegt Vollzugriff, das heißt, ich möchte Sachen dort auch löschen, verschieben, umbenennen, alles was dazu gehört. Deswegen lasse ich den Zugriff komplett zu, also den Vollzugriff. So, wir sehen, jetzt ist dieser Ordner auch freigegeben mit einem Drum und Dran. Wir wechseln wieder die Aufnahmequelle, gehen wieder auf den Monitor des Rechners. So. Dann schalte ich mir mein Bild wieder um, damit ich auch sehe, was ich mache. So, das solltet ihr jetzt auch sehen. So, jetzt bin ich in dem Rechner, der die interne IP 192, 168, 178, 21 bekommen hat, aber bei euch sieht das anders aus. So, und möchte jetzt hier auf diesen Video-Exporter-Ordner zugreifen und ich sehe, obwohl ich schon das Netzwerk freigegeben habe, funktioniert das nicht. Kriege diesen Zugriff nicht. Nach einigem Ausprobieren, hin und her klicken und so, habe ich jetzt aber tatsächlich die Lösung gefunden und die möchte ich euch jetzt zeigen. So. Jetzt muss ich meine Ansicht wieder wechseln. Ist aber ein bisschen hin und her hier, wenn man zwischen zwei Rechnern hin und her schalten muss. Aber ihr solltet dann noch das sehen, was ich sehe. So, machen wir den wieder auf. So, und wir haben ja gesehen, dass Exporte, Freigabe, die von dem Ordner hier hat, erfolgreich stattgefunden. Was uns aber noch fehlt, ist der Reiter freigeben. So, und jetzt gehen wir auf erweiterte Sicherheit. So, und dann sehen wir bei den Freigaben. Jeder hat Vollzugriff, ein Netzwerk hat Vollzugriff.
Und trotzdem haben wir festgestellt, es funktioniert nicht. Und da habe ich aber jetzt die Möglichkeit zu sagen, bei den Berechtigungen. Berechtigung ändern. Und zwar mache ich das, indem ich sage hinzufügen. Prinzipiell auswählen. Gehe wieder auf erweitert. Lasse wieder ein Netzwerk suchen. Okay. Auch okay. Und jetzt habe ich erst die Auswahl zur Verfügung. Sage Vollzugriff. Okay. So, jetzt wechseln wir wieder auf den anderen Rechner. Ja. Ich muss auch schnell umschalten. Sonst sehe ich nicht, was ich mache. Ja, das ist komplizierter geworden offensichtlich. Und siehe da, die Freigabe funktioniert. Jetzt kann ich auf diesen Ordner zugreifen. Und so kann ich meine Videos, die ich jetzt hier gerade aufzeichne, hin und her schieben und kann sie dann auf den Videoschnittrechner kopieren oder vom Videoschnittrechner holen. Und darum ging es mir nämlich, Zugriff auf andere Ordner. Springender Punkt ist halt der Prinzipal, den man einführen muss, beziehungsweise dem Prinzipal muss man dann sagen, dass der im Netzwerk den vollen Zugriff erreichen darf, dass der erlaubt ist. Und in dem Moment funktioniert das auch. Ja, ich bin mir sicher, irgendwelche Administratoren werden jetzt den Kopf schütteln und sagen, wie kann er nur? Für mich ist aber wichtig, dass innerhalb meines Netzwerks der Zugriff funktioniert. Das hat nämlich unter Windows 10 nämlich nicht mehr funktioniert. So hat es aber jetzt wieder. Ja, ich hoffe, ihr seid, wenn ihr an diesem Fehler gescheitert seid, da jetzt ein Stück schlauer und schafft es bei euch, das Ganze auch hinzubiegen, so dass man herankommt. Ja, ansonsten mal gucken, was mir demnächst noch einfällt, was ich hier wieder bei mir auf den Kanal drauf packe. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ja, wäre es schön. Ihr könnt mir natürlich auch einen Daumen nach unten geben, wenn ihr sagt, nein, geht gar nicht. Daumen rauf, runter. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder hier bei mir auf dem Kanal. Mal sehen, was wir denn Neues haben. Bis dann. Schöne Grüße. Ciao, ciao. Ich bin jetzt raus. Eure PC-Ecke. Bis dann. Tschüss.